Hallo, herzlich willkommen zur Online-Kinderstunde. Jetzt ist wirklich Ostern. Ich bin die Nicole und auch heute wollen wir zusammen Kinderstunde machen. Hast du Ostereier gesucht? Hast du was gefunden? Manchmal ist es ganz schön schwer, was zu finden, gell? Manchmal ist es ganz schön gut versteckt. Und heute geht es in der Kinderstunde auch ein bisschen um was, was gesucht worden ist. Auch heute wollen wir wieder zusammen mit einem Lied starten. Wir singen zusammen das Lied Vor mir, hinter mir. Kennst du das schon? Wenn nicht, gar nicht so schwierig, das können wir einfach lernen. Kannst du dich noch erinnern an das Fest? Das Fest, das Jesus mit seinen Freunden gefeiert hat? Da gab es den Becher mit dem Wein drin und es gab Brot. Und es war richtig schön und die haben sich gefreut und haben gefeiert. Und dann hat Jesus auf einmal gesagt, komm, wir gehen in den Garten Gethsemane. Und da hat er gebetet und hat gesagt, du, Papa im Himmel, ich habe Angst. Ich mag das eigentlich gar nicht so richtig machen, was passiert. Aber es soll passieren, was du möchtest. Und jetzt? Jetzt kam er mit seinen Jüngern, weil er was gehört hatte. Da war was. Da kam jemand. Da kam nicht nur jemand, da kamen ganz viele. Da kamen nämlich ganz viele Soldaten. Da kamen Soldaten und die haben Jesus jetzt festgenommen. Die Soldaten, die haben Jesus die Arme zusammengebunden, die haben den gefesselt und haben den vors Gericht gebracht. Eigentlich kommen vor Gericht doch Leute, die irgendwas angestellt haben, die irgendwas ganz Doofes gemacht haben. Aber Jesus? Vor Gericht wurden Jesus ganz viele Fragen gestellt und da waren Leute da, die haben versucht, irgendwas rauszufinden, wo Jesus blöd war oder einen Fehler gemacht hat. Aber sie haben einfach nichts gefunden. Jesus hat keinen Fehler gemacht. Und trotzdem war er da vor Gericht. Es gab da so ein paar Leute, die waren neidisch auf Jesus.
Die haben gemerkt, dass es ganz viele Menschen gibt, die Jesus voll toll finden und ihm zujubeln und sagen, ja, Jesus, hey, du bist unser König. Und da waren die neidisch. Das wollten die nicht haben. Die wollten selber toll sein und die wollten, dass ihnen die Leute zujubeln. Und deswegen haben sie gesagt, der Jesus muss weg. Wir wollen Jesus weg haben. Der soll nicht mehr da sein. Aber was kann man machen? Er hat doch gar nichts angestellt. Dann kann man doch auch nicht bestraft werden. Und das war jetzt echt doof und das war gemein. Die haben nämlich so lange rumgemacht und so lange falsche Sachen erzählt, bis Jesus doch verurteilt wurde. Und es auf einmal geheißen hat, Jesus, der muss ans Kreuz. Und auf einmal haben dann nämlich ein paar Menschen geschrien, Jesus, auf geht's, der muss ans Kreuz, kreuzige ihn. Und so wurde Jesus verurteilt, obwohl er gar nichts gemacht hatte. Ans Kreuz mit ihm, hatten sie gerufen. Und jetzt, guck mal, jetzt musste Jesus auch noch selber sein Kreuz tragen. Oh, der war eh schon ganz schwach. Dem tat schon alles weh. Und jetzt musste er auch noch das schwere Kreuz auf den Hügel hochtragen. Das war echt anstrengend. Er konnte eigentlich gar nicht mehr richtig. Und da kam gerade ein Mann vorbei, der hat auf dem Feld gearbeitet gehabt. Und jetzt kam er vorbei, dann haben die Soldaten gesagt, hey, auf geht's, komm her, du musst jetzt Jesus helfen, das Kreuz zu tragen, der schafft es alleine nicht mehr. Und so hat der Mann ihm geholfen, bis das Kreuz oben auf dem Hügel war. Die Soldaten waren da, Jesus war da, der sein Kreuz tragen musste. Und es waren auch noch andere Leute da. Leute, die Jesus eigentlich gern gehabt haben und die das doof fanden, was da jetzt gerade passierte. Irgendwie wollten die Jesus nicht so richtig alleine lassen oder irgendwie einfach dabei sein. Und deswegen sind da auch noch die Leute mitgelaufen. Hoch auf den Hügel Golgatha. Da waren sie alle zusammen unterwegs. Als sie oben auf dem Berg waren, wurden dann Kreuze aufgestellt. Aber guck mal, das waren 3 Kreuze. Da wurden nämlich auch noch 2 andere Männer gekreuzigt. Die hatten echt was angestellt, das waren echt böse Männer. Die wurden wirklich bestraft. Und guckt, die Soldaten waren wieder da, die mussten das ja mitmachen. Und dann waren auch die Freunde, die Leute, die Jesus lieb hatten und auch Leute, die einfach nur gucken wollten, die waren auch mit dabei. Und so wurde Jesus da gekreuzigt. Und ist an dem Tag auch wirklich dann an dem Kreuz gestorben. Die Soldaten, guck mal, die haben dazugeguckt. Und als das dann passiert war, hat einer gesagt, ich glaube, der Mann, der Jesus, der ist wirklich der Sohn von Gott. Ich glaube, der hat gar nichts angestellt. Es war blöd, was wir da gemacht haben. Als es Abend wurde, kam ein Freund von Jesus und hat gesagt, hey, ich würde ihn gerne in den Grab bringen. Und so haben sie Jesus vom Kreuz weggemacht und haben ihn in den Grab gebracht. Die Gräber dort, die haben ein bisschen anders ausgesehen als die bei uns heute. Das war so wie eine ganz riesengroße Höhle und in der Höhle drin, da war jetzt Jesus. Die Höhle, die stand in einem Garten. Und ein paar von den Leuten, die Jesus nicht so gern hatten, die haben gesagt, hey, wir müssen da Wachen davor stellen, dass jemand aufpasst auf den Jesus, nicht dass irgendwas passiert. Und sie haben Wachen davor gestellt. Und sie haben einen großen Stein davor gemacht, dass das Loch zu war, dass keiner mehr reingehen oder rausgehen konnte. Und so war Jesus jetzt da drin in dem Grab und wurde bewacht von den beiden Soldaten. Die Freunde von Jesus, die gingen heim und die waren natürlich traurig, weil jetzt war ihr Jesus nicht mehr da. Als sie zweimal geschlafen hatten, da wollten 3 Frauen zu Jesus hingehen, zu dem Grab und wollten ihn noch eincremen. Das hat man damals oft so gemacht, dass es besser riecht. Und um irgendwie nochmal dem zu sagen, der da gestorben war, hey, ich hab dich echt gern gehabt. Und die Frauen, die waren jetzt unterwegs und guck mal, die hängen den Kopf runter, gell. Die waren echt traurig. Die waren traurig, weil Jesus jetzt einfach nimmer da war. Und es war doch ihr Freund. Deswegen gingen sie zum Grab und hatten da die Körbe und solche Sachen in der Hand, um Salben mitzunehmen. Hey, wie machen wir denn das, haben sie beim Laufen geredet. Wie kriegen wir denn das Grab auf? Was sagen wir denn zu den Wachen? Lassen die uns überhaupt rein? Wie kriegen wir denn den großen Stein von der Tür weg? Sie haben sich Sorgen gemacht und sie waren traurig. Aber als sie näher zum Grab kamen,
Was ist denn da? Hä? Sag mal, seh ich nicht richtig? Was ist denn da? Da ist das. Das Loch ist offen. Die Tür ist da. Da stimmt was nicht. Die Frauen sind ganz schnell zum Grab hingerannt. Da müssen wir gucken, was ist da los? Und als sie dort waren, was war da? Als sie zu dem Grab kamen, stand da plötzlich ein Engel. Wo kommt denn der Engel her? Was macht der Engel hier? Die Frauen, die waren total verwundert. Was ist denn hier passiert? Aber der Engel hat gesagt, hey, ihr braucht euch gar keine Sorgen machen. Es ist was richtig, richtig Tolles passiert. Ihr wollt doch bestimmt zu Jesus gehen. Aber den findet ihr hier nicht. Jesus ist gar nicht da. Jesus lebt nämlich, der ist auferstanden. Die Frauen, die waren verwirrt. Was? Jesus lebt? Wie kann denn das gehen? Das geht doch eigentlich gar nicht. Aber, hey Gott, Gott kann das machen. Die Frauen, die haben da reingeguckt in das Grab und haben sich so gefreut. Die haben gesagt, hey, das stimmt, was der Engel sagt. Jesus ist gar nicht mehr da. Jesus lebt. Die haben sich so arg gefreut und die haben gejubelt und getanzt und gesungen und haben gesagt, so schön, Jesus lebt, alles ist wieder gut. Und das ist echt toll, Jesus lebt. Deswegen können wir Ostern feiern, weil Jesus wieder da ist und alles gut ist. Die Frauen, die haben sich auf den Weg gemacht und sind losgerannt und haben das auch den anderen Leuten erzählt. Jesus lebt, Halleluja. Kennst du noch das Lied? Halleluja. Jesus lebt. Das wollen wir zusammen singen. Gott wird Mensch, kommt zu uns, stirbt für mich, meine Schuld. Er steht auf von dem Tod. Jesus lebt, Halleluja. Das ist das, was da gerade passiert ist. Ich möchte gerne noch mit Jesus reden. Wir beten. Danke, lieber Jesus, dass du am Kreuz gestorben und auch wieder auferstanden bist. Das ist wirklich voll toll. Voll schön, dass wir uns darüber freuen können. Und vielen Dank, dass du uns gerettet hast. Amen. Als die Frauen am Grab waren und gesehen haben, dass Jesus wieder lebt, haben die sich voll gefreut. Die haben bestimmt getanzt und gejubelt und sind rumgehüpft und haben gesagt, wow, Halleluja, Jesus lebt wieder. Wie wäre es, wenn du jetzt einfach auch gleich eine CD rausholst oder irgendwie Musik machst und dich auch freust und jubelst? Ja, Halleluja, Jesus lebt! Da können wir nämlich echt glücklich sein. Vielleicht tanzt ja jemand aus deiner Familie mit. Als die Frauen zum Grab kamen, haben sie vielleicht erstmal richtig gucken müssen. Wo ist Jesus? Vielleicht haben sie gedacht, ich sehe nicht richtig. Es war so ein bisschen wie Jesus suchen. Vielleicht ging es denn ein bisschen so, wie dir beim Osternest suchen oder beim Ostereier suchen oder so. Hey, wo sind sie denn? Sehe ich nicht richtig? Und deswegen wollen wir noch ein Spiel machen. Ich sehe was, was du nicht siehst. Ich zeige jetzt gleich nochmal hier das Bild von den Frauen und dem Engel am Grab. Und dann sage ich was, was ich sehe und du vielleicht nicht siehst. Okay? Ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist braun. Jetzt darfst du mal raten. Was denkst du, was ich Braunes sehe? Ich habe den Beutel in dem Korb von der Frau gemeint. Und jetzt kannst du zu Hause mit deiner Familie das Spiel auch noch machen. So ganz genau schauen. Und dann kann man sich freuen, weil man es gefunden hat. So wie sich die Frauen dann auch gefreut haben, weil Jesus wieder lebt. Auch heute wollen wir wieder zusammen unser Gebet beten. In der Zwischenzeit kannst du es bestimmt schon, oder?
Wo ich gehe, wo ich stehe, bist du lieber Gott bei mir. Wenn ich dich auch gar nicht sehe, weiß ich sicher, du bist hier. Wir beten zusammen. Wo ich gehe, wo ich stehe, bist du lieber Gott bei mir. Wenn ich dich auch gar nicht sehe, weiß ich sicher, du bist hier. Amen. Das war's schon wieder für heute. Schön, dass du mit dabei gewesen bist. Und jetzt viel Spaß beim Rumtanzen und Jubeln, weil Jesus wieder lebt. Und danach viel Freude beim Ich sehe was, was du nicht siehst, spielen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.